Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Angesprochen. Ich habe mich heute auf den Weg gemacht in den Taunus und wir trinken hier auch schon einen Tee, weil es sind, glaube ich, einstellige Temperaturen gewesen heute Nacht hier. Also es ist durchaus kühl hier, aber schön sonnig. Und ja, ich bin jetzt hier bei Frank Heeren vom Feuerland Verlag. Schön, dass ich hier sein darf. Ja, schön, dass du da bist. Ja, ich war ja letztes Jahr schon mal hier und wir haben ganz viel gesprochen über alles, was letztes Jahr anstand. Worüber wir allerdings letztes Jahr noch nicht gesprochen hatten, war natürlich Flügelschlag. Das war so ein Spiel, was irgendwie noch gar nicht im Raum stand und auch auf der englischen Seite noch gar nicht im Raum stand. Das kam dann ziemlich überraschend für alle, glaube ich, so ein bisschen im Frühjahr um die Ecke. Ja, ja. Und ihr wart auch, glaube ich, ein bisschen überrascht vom Erfolg, was da passiert ist dann. Ich weiß gar nicht, wann das bei euch offiziell erschienen, irgendwann im Februar, März, glaube ich, ne? Genau, so dazwischen. Also wir hatten sozusagen die ersten Sachen in Nürnberg dabei, aber richtig rausgekommen ist es dann zur Duisburg-Messe im März, ja. Ja. Und ja, das hat dann ziemlich schnell, ziemlich Fahrt aufgenommen, beziehungsweise, ja, wir haben das natürlich schon vorher mitbekommen, es war ja, glaube ich, Ende des Jahres, Ende 2018 dann in den USA erschienen und da hat sich dann schon gezeigt, dass es unheimlich eingeschlagen ist. Ja. Ja, eingeschlagen ist eigentlich so das richtige Wort, weil ihr wart, ihr habt vielleicht auch gar nicht so damit gerechnet, dass ihr so schnell so viel davon verkauft, ne? Also ihr wart ja noch relativ schnell ausverkauft. Ja, natürlich, damit hat eigentlich keiner gerechnet, ja. Ich meine, damit haben sie auch in den USA nicht gerechnet, ja, und leider hatten wir dann zu dem Zeitpunkt, war aber die Produktion natürlich schon voll im Gange. Da konnten wir also nicht jetzt irgendwie sofort sagen, okay, wir nehmen einfach ein bisschen mehr. Ja. Darum hat es dann auch alles ein bisschen gedauert. Ja. Genau, war natürlich eine blöde Situation eigentlich für euch. Nachfrage war da, die Leute waren heiß auf das Spiel, aber keiner konnte es kaufen. Es gab dann, habe ich dann mitbekommen, so über Social Media schon, ja, da habe ich gesehen, da gab es noch ein Exemplar, dann sind die Leute extra in die entferntesten Winkel von Deutschland gefahren, um noch ein Exemplar zu bekommen. Ja, das ist natürlich blöd, aber es ist auch, es wird tatsächlich von Jahr zu Jahr schwieriger, also weil es immer mehr Spiele rauskommen und auch wirklich gute Spiele rauskommen und ja, also man bleibt dann auch schnell auf Spielen sitzen, ja. Also selbst wenn es keine schlechten Spiele sind, ja. Ja, ihr habt ja bisher auch eher für so sehr nischige Spiele, so würde ich jetzt mal sagen, gemacht. Das ist jetzt so für euch, glaube ich, als Verlag das erste Spiel, was so vielleicht jetzt ein bisschen breiter gehen wird als so in der Brettspielblase. Ja, ja, definitiv. Es ist natürlich auch ein bisschen einfacher von dem, was wir sonst so machen. Und ja, es geht natürlich jetzt voll in die Breite, ja. Genau, Breite ist vielleicht das richtige Stichwort. Die Nominierung, glaube ich, zum Kennerspielpreis, die war vielen klar, dass das kommen wird. Das stand, glaube ich, außer Frage. Kann man das irgendwie vorher abschätzen schon, dass du gesagt hast, so, ah, das ist ein Spiel, das könnte tatsächlich einen Preis gewinnen oder ist zumindest auf der Nominierungsliste? Hat man das so im Gefühl? Also meinst du jetzt so als Vorfeld, also oder so, wenn du jetzt so sagst, sag im März, April hast du so gesagt? Ja, also ich habe schon damit tatsächlich ich habe schon Flügelschlag sehr gute Chancen eingeräumt, auf die Nominierungsliste zu kommen, ja, weil man sieht ja dann noch so ein bisschen, was gibt es noch, ja, was ist noch am Markt und kann dann das so ein bisschen vergleichen. Aber natürlich ist es auch jedes Jahr wieder neu und spannend, ja, und es ist dann ja auch immer interessant, was die Spiel des Jahres Jury in den Spielen sieht oder was die dann vielleicht auch auszeichnen möchte, ja, und vielleicht neue Mechanismen oder was auch immer, ja. Das ist ja auch okay so, also dass es da jetzt keinen Selbstläufer gibt, sage ich mal, ja. Ja, und dann kam die Nominierungszeit, ist ja relativ lang, also man weiß ja dann, man steht auf dieser Liste und irgendwann ist dann, glaube ich, im Juni war die Preisverleihung, oder war es im Juli war die Preisverleihung, genau. Ja. Das ist eine relativ lange Zeit, eigentlich so 2 Monate, glaube ich, steht dann diese Nominierungsliste fest. Und dann wurde die Zeit natürlich immer knapper. Es war auch noch BerlinCon vorher. Das heißt, ihr hattet eigentlich gar nicht so viel Zeit, aufgeregt zu sein, weil ihr da natürlich auch gearbeitet habt sozusagen im Vorfeld. Ja, ja. Aber ich könnte mir schon vorstellen, dass die letzte Nacht, hat man da schlecht geschlafen oder war man aufgeregt? Ja, tatsächlich war die BerlinCon ganz, ganz gut, weil wir sozusagen viel da zu tun hatten. Ja. Ja, und die Preisverleihung war direkt am Montag nach der BerlinCon. Und die BerlinCon hat tatsächlich so ein bisschen von dieser Aufregung abgelenkt, ja, nach dem Motto, ah, wir müssen uns jetzt darauf konzentrieren, dass wir das jetzt über die Bühne kriegen, weil tatsächlich ist es natürlich ziemlich aufregend und je näher es dann rückt, umso aufregender wird es. Ja, das kann ich mir gut vorstellen. Ja, dann sitzt man da im Publikum und überlegt sich natürlich, hey, jetzt gewinnen wir nicht, wie sieht's aus? Und dann kommt der große Moment, Flügelschlag gewinnt. Das muss ein ziemlich besonderer Moment eigentlich gewesen sein. Ja, auf jeden Fall, ja, natürlich, weil das ist natürlich so eine große Sache für uns und wie gesagt, die Aufregung, die
geht ja dann, wird ja langsam immer größer. Und ja, die machen das wirklich sehr schön auch in Berlin. Also die Preisverleihung mit der Zeremonie, beziehungsweise ja, das Prozedere, das ist schon ganz schön gemacht. Und es war in diesem Jahr auch besonders, weil es war ja das 40-jährige Jubiläum vom Spiel des Jahres. Und da war die Kultusstaatsministerin auch anwesend, hat eine Rede gehalten. Ja, und die sich dann später auch selbst noch als Vogelliebhaberin sozusagen geoutet hat. Also es war schon ein ganz besonderer Moment. Ja, ja, super. Ja, und dann muss man natürlich auch sagen, Kennerspielpreis ist jetzt für euch so der erste wirklich große Preis, würde ich jetzt mal sagen. Ja, ihr habt, glaube ich, schon so ein paar so Golden Geek Award oder sowas, war bestimmt schon mal dabei, könnte ich mir gut vorstellen. Das ist natürlich auch für so einen kleinen Verlag, also ihr seid oder wart 2,5 Leute immer, also du mit Inga als Redakteurin und noch eine Halbtagskraft sozusagen, ist natürlich auch ein Wirtschaftsfaktor ja irgendwie. Ne? Also ich bin auf ja Betriebswirt und auf jeden Fall, ja, sehr starken Schwerpunkt im Marketing. Ja, ja. Ich meine, das bringt dem Spiel ja jetzt eine Breite, die ihr eigentlich so vorher, wir haben es eben schon mal kurz angesprochen, eigentlich gar nicht hattet bisher. Also ihr seid jetzt mehr oder weniger in allen Läden, in Buchhandlungen vertreten mit eurem Spiel. Das ist durch alle Zeitungen gegangen, teilweise im Fernsehen gewesen. Also von daher wird sich dann Verlag dadurch verändern. Wie muss man sich das vorstellen? Hat man dann gleich Expansionspläne oder sagt man, wir warten erstmal ab und gucken mal, wie es weitergeht? Und natürlich nicht. Ich meine, wir hatten ja, was die Preise angeht, gleich das Glück mit Terra Mystica den Deutschen Spielepreis zu gewinnen, der ja auch eine enorme Auszeichnung ist. Er hat natürlich nicht diesen wirtschaftlichen Effekt, wie das bei dem Spiel des Jahres ist. Ja, ja, ja. Und man muss natürlich schon noch unterscheiden zwischen dem eigentlichen Spiel des Jahres und dem Kennerspiel des Jahres. Da liegen natürlich auch noch Welten. Ja? Ja, ja. Und wenn man sich die Berichterstattung anschaut, dann ist da eine große Seite über das Spiel des Jahres und dann unten in der Ecke ist dann, ah ja, Kennerspiel wurde das und das. So, ja. Also das sind auch nochmal zwei Welten. Aber natürlich ist es ein enormer Faktor für uns, ja, und dass wir jetzt viel mehr in die Breite gehen können. Allerdings muss man auch sagen, es ist natürlich jetzt nicht so, dass jetzt alle Leute plötzlich unsere Spiele kaufen. Ja, ja, ist klar. Jemand, der Flügelschlag mag, aber sonst nicht viel spielt, kann wenig mit einem Scythe oder mit einem Terra Mystica anfangen. Ja, ist richtig. So. Ja. Aber es ist natürlich gut, auch, sage ich mal, mit ja, Absatzkanälen vielleicht in Kontakt zu treten, einfach die sich sonst nicht ergeben hätten. Mhm. Ja? Und daraus kann natürlich nur Positives wachsen. Ja. Heißt aber, ihr bleibt erstmal weiterhin in der Mannschaft, wie ihr wart, eher übersichtlich? Ja, eher übersichtlich. Wir haben tatsächlich schon vor der Nominierung, glücklicherweise muss ich sagen, noch einen weiteren Mitarbeiter dazu bekommen. Das ist der Bastian, der vor allen Dingen auch mich jetzt so in dem Tagesgeschäft unterstützen soll, was so auch Produktionen und viel Transport. Also es ist unheimlich viel, was so an Tagesgeschäft, an Korrespondenz mit Partnern, von denen wir ja einige haben in der ganzen Welt, was so anfällt. Und glücklicherweise hat der gerade zum 1. April angefangen hier. Okay. Und das war auch ganz gut, sag ich mal. Ja, ja, klar. Ja, jetzt haben wir ganz viel gesprochen über das, was war. Jetzt kommen wir so ein bisschen zur Gegenwart. Habt ihr schon so einen ersten Vorab-Erscheinung gehabt jetzt an neuen Spielen? Das Barbaria, hier im Hintergrund liegt es auch. Ein kleines Spiel, ein sehr kleines Spiel. Ist man von euch gar nicht gewöhnt eigentlich. Richtig. Ist die kleinste Schachtel, glaube ich, im Programm. Vielleicht von irgendwelchen Promos mal abgesehen. Ja, ja. Aber ja, das Spiel hat ja auch so ein bisschen für Wellen gesorgt in mehrerlei Hinsicht. Erstens, ein kleines Spiel vom Feuerland, kannte man bisher nicht, ist was Neues. Und das Artwork, würde ich mal sagen, höflich gesagt, ist etwas speziell. Genau. Das hat natürlich den einen oder anderen dazu bemüßigt, einen lustigen Kommentar loszulassen dazu, ob es da einen Kindergarten- und Malwettbewerb gegeben hätte oder so. Vielleicht einfach zur Einordnung, vielleicht sagst du einfach mal A, was zum Spiel, ganz kurz und knapp, aber vor allem, wie kam es eigentlich zu diesem Artwork, weil das ist ja schon sehr speziell. Es ist schon sehr speziell und tatsächlich ist aber auch das Artwork genau der Grund, warum wir das auch gemacht haben. Ja? Also ohne das Artwork hätten wir das Spiel nie gemacht. Okay. Weil es ist ein ganz nettes Würfelspiel, aber es ist jetzt vom Spiel her jetzt nicht so besonders, dass ich sagen würde, das müssen wir jetzt unbedingt als Feuerland machen. Ja? Aber ich fand das einfach so kultig und so skurril, das Artwork, sage ich mal, dass ich sage, das ist einfach nur geil, ja. Das hat so einen gewissen Trash-Faktor auch, ja. Okay. Das hat eben der Autor, der Peter selber gezeichnet auch, ja. Okay. Also der Autor ist auch da der Illustrator.
Und ja, ich finde, dass einmal diese komischen Barbaren und diese Frauen, also das, er hat halt immer diesen Conan, der ist ja Barbar, ne, die rote Sonja oder fast so, gedacht, ne, ja, vor Augen gehabt. Und ich finde, das ist einfach total passend für so ein Spiel, ja, in dieser Welt. Okay. Und ja, natürlich ist es, glaube ich, dass es nicht jedem gefällt, dass man es entweder mag oder irgendwie, oh, sage, was ist das denn? Aber ja, das ist, gehört einfach dazu, aus meiner Sicht, zu diesem Spiel. Und ich meine, wir haben viele Freiheiten als kleiner Verlag, sage ich mal. Und worauf ich, wir haben zwar natürlich jetzt unsere großen Spiele als unsere Hauptlinie, aber das ist halt die Freiheit eines kleinen Verlages zu sagen, ah ja, das gefällt mir, das mag ich, mache ich einfach mal, ja. Und das Spiel ist ein Würfelspiel? Das ist ein Würfelspiel, ja. Mhm. Das heißt, vergleichbar mit, oder wie funktioniert es in etwa, nur damit die Leute mal einschätzen können, was macht man da? Letztendlich geht es darum, sogenannte Abenteuer zu bestehen, also so Karten zu, gegen Karten zu würfeln. Und auf jeder Karte ist eine kleine, kleine Herausforderung. Man muss irgendwie zwei Würfelzahlen erreichen oder eine bestimmte Summe erreichen. Und das muss man dann mit seinen Würfeln einmal würfeln können und Unterstützungskarten. Also es ist wirklich ein sehr, sehr einfaches Spiel. Und man muss dann diese Karten sammeln, die einem einerseits Unterstützung geben und am Ende aber auch Runen sammeln. Das sind auch wieder Karten, die man sich erwürfeln muss. Also man würfelt einfach und guckt, was passiert, sag ich mal. Okay. Ja, ja, das ist eure kleine Neuheit, ich glaube, zur BerlinCon offiziell erschienen, ja, das Ganze. Genau. Ja, dann geht es jetzt ja bald schon weiter. Wir sind ja kurz vor der großen Spielemesse in Essen. Da geht es ja bald schon weiter mit dem großen Bouquet sozusagen. Ich habe auch gesehen, ihr habt schon wieder einiges in Köcher. Eins lugt schon hier vorne so ein bisschen raus. Wo wir bei speziellem Artwork sind, passt das ja eigentlich ganz gut rein. Dinosaur Island, ich ziehe es mal hier ran. Ja. Das ist wahrscheinlich ein Vorab-Exemplar, vermutlich. Oder? Ja, genau, das ist das, was... Gut, die Spiele sind jetzt auch gerade dabei, nach Deutschland zu kommen. Genau. Das ist ein Vorab-Exemplar, ja. Genau, Dinosaur Island, für mich sieht es immer so ein bisschen aus wie Jurassic Park trifft Miami Vice. Ja, das stimmt. Optisch. Was verbirgt sich denn hinter Dinosaur Island? Also man kann es schon fast vermuten, es wird um Dinosaurier und um Inseln gehen. Ja, genau. Also da jeder Spieler hat seinen Dino-Park, den er versucht aufzubauen. Ja, versucht dann größere Dinos zu züchten, um damit Besucher anzulocken. Mhm. Weil letztendlich dann, je mehr Besucher ich anlocken kann, umso mehr Punkte mache ich. Ja. Und gut, die Dinos, je größer und wertvoller meine Dinos sind, umso mehr Punkte mache ich auch. Je gefährlicher, ne? Also ja, und je gefährlicher meistens. Okay. Ja. Es ist so ein bisschen so ein Worker-Placement im Worker-Placement-Stil. Es ist einfach aus meiner Sicht vom Niveau her, beziehungsweise von der Komplexität her, so ein ganz angenehmes, wo man einfach auch noch Spaß haben kann, sage ich mal, auch gerade am Thema, wenn einem wieder die Besucher weggefressen werden oder so, weil der Sicherheitslevel nicht hoch genug ist. So, das klingt gut. Ja, also, und trotzdem ist es wirklich auch ein gutes Spiel in sich, ja, also von der Mechanik her. Also von daher, gut, die Grafik ist tatsächlich auch wieder diskussionswürdig, die ist sehr farbenfroh, um es mal vorsichtig auszudrücken. Super speziell, ja. Die ist schon speziell und ja, aber das ist auch schon auch okay aus meiner Sicht. Ist es drin dann auch so bunt? Oh ja, das geht so bunt weiter. Okay, also es ist nicht nur außen drauf, ein Blender sozusagen, sondern es geht tatsächlich so drin weiter, ja, ja, es geht außen drin. Anfängt. Ja, das ist, glaube ich, ein Spiel, was auch ein bisschen überraschend war, dass es bei euch rauskam. Also hätte ich jetzt auch so, wenn mich einer gefragt hat, wer bringt das in Deutschland raus, weiß ich nicht, ob ich es bei euch verortet hätte, aber ich freue mich sehr drauf, weil das auch sowas war, was ich immer beobachtet habe. Ich mir gedacht, warum bringt das eigentlich keiner raus? Das hat einen riesen Hype schon, deswegen gut für euch. Es ist schon so ein bisschen durch die Social-Media-Kanäle gegeistert. Die Leute kennen auch das Cover und wissen so schon, was sich dahinter verbirgt. Ist ja immer sehr dankbar, sowas zu lokalisieren, weil schlussendlich ist es ja nur eine Lokalisierung. Ja, das stimmt. Aber mit jeder Lokalisierung, sage ich mal, die vorher durch so einen Kickstarter gegangen ist, ist natürlich auch mal so ein kleines Risiko, weil man weiß natürlich nicht, wie viele von den echten Fans, sage ich mal, haben das Spiel dann schon auf Kickstarter gebackt. Ja? Wie viele kaufen es sich dann tatsächlich noch auf Deutsch? Also das ist auch, weil hier so viel drin ist, ist es auch ein eher teures Produkt, ja, also es ist eine unheimlich schwere Schachtel, ich hab's nicht gemerkt, ja, sehr schwer. Total viel drin, darum kostet es dann auch 70 Euro, ja, das ist ja dann auch etwas, was man dann nicht einfach mal so in die Tasche steckt, also das ist auch mal dann so ein Abwägen, ja. Ja, ja, klar. Und darum vielleicht auch, warum vielleicht dann der eine oder andere Verlag vorher schon gesagt hat, nee, das fasse ich lieber nicht an. Klar, man muss ja auch erstmal eine Menge Geld in die Hand nehmen, das darf man auch nicht vergessen. Ja, so ein Spiel produziert sich ja auch nicht umsonst. Ja, richtig. Gerade wenn man jetzt nicht über Kickstarter geht, du musst ja im Grunde die gesamte Produktion mal finanzieren und dann hoffen, dass du die Kosten allein durch die Verkäufe wieder reinbekommst oder überkompensierst. Idealerweise. Ja, das ist nicht das einzige große Spiel, ihr habt noch ein zweites großes Spiel.
oder ein komplettes Spiel, was rauskommen wird in Essen, nämlich Crystal Palace von Carsten Lauber. Das ist ja, sofern ich informiert bin, auch so ein Dice-Placement-Spiel. Ja, richtig. Das ist ein Genre, was mir, oder Mechanismus, den ich mal sehr schön finde. Ich bin großer Fan von Alien Frontiers, das ja mich so ein bisschen auf diesen Dice-Placement-Mechanismus eigentlich gebracht hat. Ja, erzähl doch mal, was erwartet uns denn da eigentlich bei Crystal Palace und was ist Crystal Palace überhaupt? Ich glaube, die meisten wissen gar nicht, was das ist. Also Crystal Palace selbst ist ein besonderes Gebäude, was zur ersten Weltausstellung in London gebaut wurde, so um 1850 herum. Und das ist auch das Thema dieses Spieles, die erste Weltausstellung in London, 1851 genau oder so, ich bin mir aber nicht ganz sicher. Jeder spielt eine Nation, eine kleine Nation und versucht dann auf dieser Weltausstellung so ein bisschen ins Rampenlicht zu rücken und Aufmerksamkeit zu bekommen. Ja. Und das Besondere vielleicht an diesem Dice Placement ist, dass die Würfel da nicht gewürfelt werden, sondern dass jeder Spieler sich seine Würfel selber einstellen kann. Und je höher man sich einstellt, umso stärker sind sie, aber man muss sie dann auch bezahlen. Das heißt, ich kann versuchen, mit hohen Investitionen reinzugehen, um vielleicht stärkere Züge hinzubekommen, oder ich kann versuchen, irgendwie mich mit wenig Geld irgendwie durchzumogeln und versuchen, das zu kriegen, was übrig bleibt, dann sage ich mal, und damit dann gut zu fahren. Ja, also trotz Würfeln eigentlich kein Würfelspiel. Ganz genau. Es hat Würfel drin, aber ich würfel sie nicht. Ja, ich stelle sie ein. Okay, ja, also eher so ein Plan. Das geht wirklich dann so in den Bereich Expertenspiel, würde ich fast schon sagen. Ja, auf jeden Fall. Es ist definitiv ein Expertenspiel. Da ist kein Glücksfaktor drin, weil es ist alles durchplanbar. Ja? Ich weiß natürlich nicht, man stellt die Würfel geheim ein. Ich weiß natürlich nicht, wie stellen meine Gegner, meine Mitspieler die Würfel ein. Ja? Das ist natürlich eine gewisse Unsicherheit dann. Und dann habe ich halt verschiedene Aktionsorte, insgesamt 8 Stück, in denen ich meine Würfel einsetzen kann. Und je höher meine Würfelzahl ist, umso bessere Auswahlmöglichkeiten habe ich dann für diese Aktion. Und mit kleinen Würfeln muss ich halt gucken, wo ich mich noch dazu quetschen kann, sage ich mal. Ja, ja, dann, das waren so die großen Spiele, die ihr rausbringt. 2 Stück ist für einen kleinen Verlag ja schon relativ viel eigentlich. Aber ihr habt da noch ein bisschen mehr im Gepäck. Ja, 2 Erweiterungen habe ich schon gesehen, sind angekündigt. Ja. Einmal zum Erstlingswerk Terra Mystica. Und dann auch noch die lang erwartete Erweiterung für Gloomhaven. Ich glaube, da warten auch einige Leute drauf. Vielleicht fangen wir mal an mit letzterem. Gloomhaven war ja auch so ein großes Ding tatsächlich in dem Fall, weil es ein relativ großer Karton ist. Da habt ihr auch, glaube ich, viel Energie reingesteckt. Ist aber, glaube ich, auch für das spezielle Spiel, was es ist, ganz erfolgreich gewesen. Auf jeden Fall, ja. Und auch da, glaube ich, war ja eine Zeit lang was ausverkauft, meine ich auch. Die erste Produktionswelle ist jetzt aber wieder verfügbar. Hinter uns steht es ja auch. Die zweite. Genau, die zweite Welle ist jetzt wieder da. Und ja, was erwartet denn die Fans von Gloomhaven bei dieser Erweiterung? Ja, die neue Erweiterung, die da kommt, ich meine, sie ist ja jetzt auch schon im August rausgekommen. Ja, es ist jetzt also jetzt auch nicht mehr wirklich so eine richtige Neuheit für Essen. Wir werden die da zwar noch, naja, vorstellen kann man nicht sagen. Man kann sich da natürlich nur noch erhalten, aber sie ist ja eigentlich schon auch draußen. Ja, es gibt halt wieder neue Szenarien, es gibt eine neue Charakterklasse, ja. Das ist, sage ich mal, das Wesentliche an dieser Erweiterung, ja. Ja, also wer mit Gloomhaven durch ist, wer es dann endlich geschafft hat, kann er da nochmal eine kleine Fortsetzung erleben, sage ich mal. Wir haben dann auch noch diese Solo-Szenarien jetzt rausgebracht, also wo es für jede Charakterklasse auch so ein paar Solo-Szenarien gibt, die man dann alleine spielen kann. Ja, und dann kommt zum Erstlingswerk sozusagen die zweite, meine ich, große Erweiterung. Die erste, Feuer und Eis, ist ja schon ein bisschen älter jetzt. Die kam ja relativ schnell hinterher eigentlich. Ja, was erwartet uns da? Ich vermute mal neue Völker. Nein, keine neuen Völker. Also die Händler, die Erweiterung für Terra Mystica, die bringt, die führt Schiffe ein als wesentliche Erweiterung und ein neues Gebäude, die Werft. Das heißt, jeder Spieler hat ein kleines Tableau, was er sich an sein bisheriges Spielertableau legt, wo dann die Werft drauf platziert wird. Und die Werft ist ein Upgrade von dem Handelshaus. Das heißt, stattdessen, dass ich mein Handelshaus zu einer Festung oder zu einem Tempel mache, kann ich dann mein Handelshaus zu einer Werft auch alternativ upgraden. Und mit der Werft habe ich dann unter anderem die Produktion von Schiffen. Und diese Schiffe sind das Wesentliche in der Erweiterung. Mit den Schiffen fahre ich dann den Fluss entlang, um zum Beispiel mit den Gebäuden anderer Mitspieler zu handeln. Das heißt, ich liefere die im Grunde genommen dann ab. Meine Schiffe nehmen die dann vom Plan und kriege dafür im Gegenzug Siegpunkte und eine Belohnung in Form von Geld oder
Arbeitern, aber auch zum Beispiel in einem Spaten kann ich auch bekommen, ja, oder Kohlschritten, je nachdem, was für ein Gebäude ich ansteuere. Okay, also noch mehr Möglichkeiten. Ja, es gibt ja noch mehr Möglichkeiten, genau. Es wird dann auch noch zwei neue Karten geben, also einen neuen Spielplan mit zwei neuen Karten. Also die Spieler, die sehr auf auch im Internet schon unterwegs sind und die zum Beispiel auch bei dieser Snellman-Seite spielen, die werden das schon ein bisschen kennen. Dort aus dem Internet gibt es die sogenannten Loon Lakes und es gibt seit kurzem auch die Fjorde und das sind die beiden Pläne, die dann auch in der Erweiterung in gedruckter Form. Also da steckt also richtig was drin an neuem Material. Ja, da steckt viel drin. Das ist, sagt, ja, das ist so wie Kaliber vom Feuer und Eis. Halt bloß eben keine neuen Völker, sondern eher auf einer anderen Ebene. Genau, Feuer und Eis war eigentlich ja more of the same, mehr oder weniger. Also ich habe einfach noch mehr Möglichkeiten, andere Völker, Rassen zu spielen. Hier kommt jetzt natürlich sehr viel neue Mechanik ins Spiel und neue Möglichkeiten, das Spiel selber nochmal anders zu gestalten. Das finde ich also durchaus spannend. Bin ich sehr gespannt drauf. Ja. Ja, und damit sind wir eigentlich mit dem Essenprogramm durch, aber... Nicht ganz. Ja, dann lass es raus. Jetzt warten alle auf die Flügelschlagerweiterung. Genau, das ist ja auch Essen, sage ich mal, für uns. Ja, Flügelschlagerweiterung. Darf ich leider noch kein offizielles Statement zu geben. Der Jamie ist da immer so ein bisschen, der timet das immer so ein bisschen sehr knapp für sein eigenes, für seine eigenen Veröffentlichungen. Und da seine eigene Veröffentlichung erst im November stattfindet und wir sozusagen das auf Deutsch vorher rausbringen, wie er seine eigene auf Englisch, ja, ist natürlich auch dieser Veröffentlichungs- oder der Informationszeitraum auch noch knapper für uns. Ja. Okay. Also ich hatte jetzt neulich mit ihm noch gesprochen bzw. ge-E-Mailt und der offizielle Termin ist 2. Oktober, wo dann offiziell bekannt gegeben wird, was in der Erweiterung drin ist. Ganz klar. Aber damit sind wir dann durch, oder? Fast. Also da kommt noch mehr. Also das sind jetzt alles Sachen, die noch nicht offiziell angekündigt sind. Ja, wir haben noch was ganz Kleines. Was Kleines in Arbeit. Und das ist eine weitere Mini-Erweiterung zu Odin. Wie diese zwei Inseln, die wir vor 2 Jahren haben. Und da haben wir eine weitere Mini-Erweiterung. Und mit großer Wahrscheinlichkeit gibt es eine weitere von diesen Erweiterungen. Ja. Wo eine weitere Insel, eine neue Insel noch ist und ein kleiner Mechanismus, der im Wesentlichen zum einen die Erntefunktion zufällig macht, also man bekommt dann nicht in bestimmten Runden eine bestimmte Ernteeinnahme, ja, sondern es ist per Zufall, ob überhaupt eine Ernte stattfindet oder nicht und dann wird auch geguckt, was für eine Ernte. Also das macht das Spiel ein bisschen unberechenbarer, man muss damit zurechtkommen, so. Und es gibt auch noch eine kleine Variante für, insbesondere für die 6-Runden-Variante. Die ist ein bisschen knapper als die 7-Runden-Variante, also für die das Spiel ganz gut kennen. Also man tut sich da immer ein bisschen schwerer, Fahrt aufzunehmen, weil es die Zeit knapper ist. Und da gibt es dann noch zusätzliche Einkommensressourcen, die man dann, je nach unterschiedliche Ressourcen, die man erhalten kann, ja, um ein bisschen schneller Fahrt aufzunehmen. Okay. Ja. Ja. Das war's jetzt. Das war es fast. Also das war das Wesentliche. Eine Kleinigkeit habe ich noch. Eine neue Promo. Ja, genau, eine kleine Promo. Und zwar, es wird eine kleine Flügelschlag-Promo noch geben. Ja. Und zwar hat der Jamie in seinen Spielen zum Teil so eine Art, er nennt das Schnellstart-Pack mit drin. Okay. Das sind 10 neue Vögel. Und vor allen Dingen eine Anweisung für 4 Spieler, wie sie exakt ihre ersten 4 Züge zu machen haben. Also das ist gedacht für Anfänger, die das Spiel noch nicht so gut kennen. Die können dann genau, sagen wir, Schritt für Schritt einfach den Anweisungen folgen. Mache jetzt das und das, mache im ersten Schritt nehme Futter, im zweiten Schritt spiele diesen Vogel, im dritten Schritt nimmst du dir dann Eier und im vierten Schritt machst du das. Mhm. Um, sage ich mal, in das Spiel einfach reinzukommen. Mhm. Ja. Wir werden das als vereinfachte Form haben, als kleines Promopack. Und also ich hoffe, dass wir es bekommen. Es ist alles sehr, sehr knapp, sage ich mal. Und ich hoffe, dass es dann, sage ich mal, 2 Tage vor der Messe hier bei uns eintrifft. So ungefähr ist die Planung im Moment. Also, ja. Und wenn das alles so klappt, dann ist das so, dass bei einem Kauf von Flügelschlag oder der Erweiterung kriegt man das dann umsonst mit dazu. Also wir wissen, es wird eine Erweiterung geben, das ist schon mal schön für alle Fans von Flügelschlag. Wir warten ja eigentlich schon 6 Monate drauf, dass endlich mal einer sagt, es gibt eine. Da habt ihr eigentlich wieder ein sehr schönes Bouquet. Ich meine, die alten Spiele kriegt man ja wahrscheinlich trotzdem noch am Stand. Also wenn jetzt einer sagt, oh, ich hätte aber auch gerne jetzt mal ein Terra Mystica.
Weiß nicht, ob ihr sowas nochmal dabei habt. Wir werden nicht alle alte Spiele dabei haben, aber was wir machen werden, ist, das haben wir schon in Berlin getestet, das kam ganz gut an, wir werden so eine Art, wir nennen das der goldene Wurf machen, das ist so ein Glücksspiel. Okay. Man, für einen gewissen Einsatz würfelt man und dann bekommt man ein Spiel. Und je höher man würfelt, umso besser ist die Auswahl. Aber es ist so, dass man nie verliert in dem Sinne, dass man irgendwie für sein Geld nichts bekommt, sondern man bekommt eigentlich immer für sein Geld irgendwas Gutes. Oder sage ich mal, was sein Geld deutlich, man bekommt seinen Einsatz immer sehr, sehr gut zurück, sagen wir es mal so. Okay. Die Frage ist, ob man ihn nur sehr gut zurückbekommt oder super gut zurückbekommt, sozusagen. Okay. Ja, ob man vielleicht mit einem Fuji rausgeht oder mit einem Size, sage ich jetzt mal so. Ja, das ist ein Unterschied, ja. Ja, oder mit einem tiefen Land. Also es ist ein guter Deal für jemanden, der Lust dazu hat. Okay, cool. Ja, damit sind wir dann einmal mit der Herbstplanung, mit den Neuheiten, mit dem neuen Jahrgang, sagt man immer so schön, sind wir einmal das durchgaloppiert. Mhm. Aber noch nicht so ganz eigentlich, weil in Essen erscheint ja noch ein weiteres Spiel, nicht bei euch direkt, sondern nur auf Englisch, nämlich von Stonemaier Games, was jetzt sehr viel Furore gesorgt hat in den letzten Wochen, nämlich Tapestry. Mhm. Das ist ein Spiel, was nochmal in ein ganz anderes Genre vordringt. Das gab es so bei Stonemaier Games bisher nicht. Also jetzt ja alles Mögliche schon vorgenommen an Genres. Mhm. Jetzt geht er so richtig in die Richtung der Zivilisationsspiele, wie ein Sid Meier's Civilization eigentlich. Mhm. Und da habt ihr schon gesagt, ja, das werden wir auch rausbringen, allerdings erst im nächsten Jahr. Mhm. Ist jetzt natürlich für euch eigentlich ein bisschen schade, weil ihr jetzt so direkt von diesem ganzen Hype, der jetzt vor der Messe entstanden ist, eigentlich so nicht profitiert, sondern eigentlich so eure Kunden, sage ich jetzt mal, oder Freunde, Fans, so ein bisschen noch sich gedulden müssen bis Frühjahr nächstes Jahr. Ich vermute, dann wird es wahrscheinlich auch wie Flügelschlag zu Spiel doch offiziell erscheinen, oder? Also tatsächlich wird es wahrscheinlich sogar erst im Sommer zur BerlinCon erscheinen. Okay, okay. Und da fragt man sich natürlich, warum hat er euch dann nicht früher ins Boot genommen? Also er hätte ja jetzt auch, er ist ja fertig mit seinem Spiel, oder hat er das getan und ihr sagt, nee, das ist so viel Aufwand, weil er so viel Text und Übersetzung, ähnlich wie es bei Gloomhaven ja auch war, da war ja auch sehr, sehr viel Übersetzungsarbeit notwendig. Oder ist es tatsächlich so, dass manchmal so eine Partnerschaft auch derjenige sagt, erst kurz vor knapp, so jetzt bin ich soweit, wollt ihr mitmachen? Wie muss man sich das so vorstellen? Das ist sehr unterschiedlich. Also bei Tapestry tatsächlich hat er uns frühzeitig gefragt, ob wir mitmachen wollen. Und es wäre auch nicht viel Arbeit gewesen, weil die Regeln sind erstaunlich knapp und kurz für so ein großes Spiel. Mhm. Es war eher so, dass wir einfach zu dem Zeitpunkt gar nicht mehr machen konnten. Mhm. Also zum einen, wie wir gerade das Programm für Essen dargelegt haben, haben wir schon ein ziemlich großes Programm für Essen, ja, und es macht einfach keinen Sinn, da jetzt nochmal wieder ein weiteres großes Spiel mit reinzuquetschen, ja, also wir müssen, das können zum einen wir dann irgendwann auch nicht mehr stemmen und zum anderen, macht es ja auch keinen Sinn, irgendwie hier 10 neue Spiele in Essen anzubieten, ja, die müssen ja auch gekauft werden, sage ich mal, richtig. Ja, so, oder, ja, das ist das eine. Und dann zum anderen ist es natürlich, wie gesagt, ein großes Spiel, ist ja dann auch erstmal ein großes Investment. Ja. Und Flügelschlag im Moment ist für uns ein sehr, sehr großes Investment, weil natürlich muss jetzt auch erstmal viel produziert werden, ja, was dann ja auch eher relativ spät dann wieder im Weihnachtsgeschäft reinkommt, so sage ich mal. Mhm. Und von daher haben wir uns dann entschlossen, das einfach im nächsten Jahr zu machen. Okay. Ja. Ja, vielleicht nochmal zurück zum Spiel. Du hast eben schon gesagt, das ist ein relativ großes Spiel. Das ist ja auch von der Ausstattung her sehr besonders. Es werden solche Landmark-Gebäude dabei sein, die werden schon irgendwie bunt sein. Da geht er jetzt ja auch nochmal so einen ganz neuen Schritt eigentlich, was so Produktionstechniken angeht, ist ja auch eher ungewöhnlich jetzt. Er ist ja, glaube ich, auch immer Freund davon, viel auszuprobieren und Neues zu machen und immer den extra Schritt nochmal zu gehen. Ja, wie muss man sich das Spiel denn vorstellen? Also ich nehme an, du hast vielleicht schon öfter oder nochmal intensiver reingeguckt, als ich das habe. Ich konnte ja auch jetzt nur vorab ein bisschen in die Regeln reinlesen. Was erwartet denn die Spieler da? Wie komplex ist es denn und wie kompliziert ist es im Vergleich dazu? Also weil Komplexität und Kompliziertheit sind ja zwei unterschiedliche Dinge. Ja, genau. Dinge. Es ist eigentlich wenig kompliziert, weil die Regeln sind erstaunlich kurz für so ein großes Spiel. Ja? Mhm. Also der Regelumfang ist extrem kurz. Ja. Die Komplexität kommt dann halt durch die Auswahl der Aktionsmöglichkeiten, die ich dann habe und durch das richtige Timing von diesen 4 Entwicklungsstufen oder Entwicklungsbereichen, die ich gehen kann. Mhm. Ja? Und natürlich dann auch das Ausnutzen der verschiedenen Fraktionen, die ich spielen kann und ihre Stärken oder Schwächen vielleicht. Ja? Es ist halt
ein sehr, sehr großes, ausgestattetes Spiel. Ich glaube, der Jamie hat da sehr, sehr lange dran gearbeitet. Es ist ja sein eigenes Spiel und ich glaube, er hat da sehr viel Herzblut reingesteckt und darum wollte er auch mit der Ausstattung etwas Besonderes machen. Ja? Darum diese ganzen Miniaturen für die sogenannten Landmark, also für die besonderen Gebäude. Ja? Und das ist dann sicherlich wieder total schön. Es ist natürlich dann auch teuer, sage ich mal. Man muss das mögen. Ja, es wird dadurch dann natürlich nicht billiger, wenn man das so toll ausstattet. Mhm. Ja, aber ich denke, das ist halt einfach, lag dem Jamie auch sehr am Herzen, dieses Spiel. Ja. Er hat jetzt ja auch bei den Spielen wie Size beispielsweise auch kontinuierlich nachgelegt. Tapestry ist eigentlich auch so ein Kandidat, wo man jetzt schon sieht, da kannst du eigentlich unendlich erweitern. Du kannst andere, es gibt ja diese Völkertableaus beispielsweise, da kannst du tausende andere dir vorstellen. Du könntest theoretisch auch nochmal das Setting komplett ändern, dass du jetzt sagst, du gehst eher, ist jetzt ja eher tatsächlich in der realen Welt angesiedelt. Mhm. Du könntest ja auch in eine komplette Fantasy-Welt wechseln. Mhm. Ja, du könntest das ja auch quasi total drehen, das Spiel, in eine Size-Welt oder so, keine Ahnung. Also das bietet ja extrem viel Variationsmöglichkeiten eigentlich an. Das stimmt, aber man muss natürlich dann erstmal gucken, wie erfolgreich das Spiel letztendlich wird. Natürlich macht es nur Sinn für ein Spiel, was auch, ich meine, Size ist einfach ein unheimlich, weltweit unheimlich erfolgreiches Spiel, ja, und darum ist natürlich dann auch so viel dafür erschienen, weil die Fangemeinde so unendlich groß ist, ja, und das muss ich bei Tapestry natürlich dann erstmal zeigen. Wie war das eigentlich, wo wir gerade bei Size sind, diese modularen Spielbretter, bringt ihr die eigentlich auch raus? Ja, die sind schon am Markt. Die sind schon am Markt, das habe ich gar nicht verfolgt. Weil ich habe so viel mit dem Basisspiel zu tun, dass ich sage, ich brauche. Aber auch erst zu Berlin hatten wir die ersten, also ist noch nicht so lange. Ja. Okay, weil da wird ja auch permanent dann doch nochmal nachgelegt, auch wenn es mir hieß, so, dass jetzt die letzte Erweiterung irgendwie, dann kommt ja da nochmal und jetzt kommen noch Metall-Max raus und dies und jenes, da kommt immer nochmal ein bisschen was raus, um da vielleicht auch noch die letzten Fanbegierden zu bekommen. Ja, ich denke, der Jamie, der bekommt auch selber natürlich jetzt total viel Input. Es ist natürlich so, wenn die Fangemeinde so riesig groß ist, dann machen sich natürlich auch viele Fans Gedanken, ja, und sagen, mach doch das und mach doch das und mach doch das. Und während natürlich viele Sachen einfach nicht, vielleicht nicht möglich sind oder nicht lohnenswert sind, gibt es natürlich bestimmt auch dann mal Ideen oder Anregungen, wo er dann denkt, ah ja, das wäre ja schon eigentlich eine coole Sache zu haben, ja. Ja, ja, sehr cool. Ja, das ja, das nächste große Spiel von euch schon für nächstes Jahr, kann man ja schon jetzt festlegen. Gibt es sonst irgendwas, was so in Küche ist, wo du sagst, ja, darüber möchte ich schon mal sprechen? Ja, es gibt noch tatsächlich was, das kann ich eigentlich jetzt auch schon sagen, weil wir damit offiziell anfangen. Und zwar, wir werden Barrage machen nächstes Jahr. Also es sind ja eigentlich drei Teile gewesen sozusagen. Ich hole jetzt nur mal das Hauptspiel raus. Ja, ja. Also Barrage ist ein ziemlich geiles Spiel von Cranio über Kraftwerke und Wasserfluss. Also ganz, ganz schöne Mechanismen. Mhm. Es hatte ja unheimlich viel Aufmerksamkeit, ist vielleicht nicht das richtige Wort, Kontroversen, Diskussionen wegen Kickstarter gegeben. Auf Kickstarter, weil das Spiel in seiner Kickstarter-Version, so wie es jetzt hier ist, hatte die ein oder andere Produktionsschwäche. Ja, da haben sie einfach auch. Da haben sie einfach Sachen schlecht gemacht, muss man so sagen. Es lag eigentlich nur am Packen, ehrlich gesagt. Es war einfach schlecht gepackt auch. Es gibt aber auch so Sachen wie diese Räder, wo, sage ich mal, dann die Sachen unten drunter durchgerutscht sind oder auch die schönen Wassertropfen, total schön anzusehen, aber kaum irgendwie handelbar, ja, weil sie so glatt und so rund sind. Ja, also da wurde meines Erachtens zu viel Herz und an mancher Stelle zu wenig Verstand, also was, sage ich mal, die Produktion anbelangt. Okay. Ja, das Spiel selbst ist absolut fantastisch, finde ich. Das heißt, aber, ihr werdet hier auch nochmal Hand anlegen ans Material? Ja, also jetzt wir nicht, aber der Hersteller oder Cranio selber hat das schon gemacht. Und da ist es natürlich nicht praktisch. Dann zeigt sich natürlich, dass es auch manchmal praktisch ist, nicht gleich am Anfang mit an Bord zu sein, ja. Sondern die Auflage oder die Ausgabe, die wir dann machen werden, hat natürlich dann eine viel bessere Qualität, beziehungsweise viele Fehler oder Probleme, die es dann in dieser Kickstarter-Version gab, wird es dann in unserer Version nicht mehr geben. Mhm. Ja. Genau, die Kickstarter-Version, du hast jetzt hier das Komplettpaket stehen, natürlich. Mhm. Die war ja riesig aufgepumpt eigentlich durch die vielen Stretch-Goals, die da erreicht wurden. Wie weit geht denn eure Veröffentlichung? Macht ihr erstmal das Grundspiel? Ja, macht ihr die Erweiterung gleich dazu? Nee, wahrscheinlich werden wir jetzt, das soll dann im Frühjahr zu Duisburg rauskommen. Ja, da wird dann das Grundspiel rauskommen und ich könnte mir vorstellen, dass wir dann später im Herbst zu Essen die Erweiterung machen.
Okay. Ja. Das ist so ein bisschen der Fahrplan, den wir. Aber so diese ganzen Specials, die jetzt dabei waren mit diesem 3D-Spielplan und so, das ist jetzt eher was, wo ihr sagt, nee, das braucht man nicht. Nee, das brauchen wir, glaube ich, nicht. Ich meine, vielleicht, wenn das Spiel erfolgreich ist, kann man sich überlegen, ob man das auch nochmal dann irgendwie nachdruckt. Beziehungsweise sind ja oft Sachen, die sprachunabhängig sind. Und dann gibt es die einfach als Zubehör, genau wie es für Size unheimlich viel Zubehör gibt, die einfach gemacht, das einfach gemacht wird und das in jedem Land verkauft werden kann. Ja. Ähnlich ist es dann vielleicht auch später mal mit Barrage. Aber ja, auch da muss ich ja dann zeigen, wie erfolgreich es letztendlich ist. Ja. Das ist ja eigentlich so ein Brocken wie Terra Mystica dann schlussendlich, ne? Vom ja. Komplexitätsgrad her, würde ich sagen. Aber hier, das ist tatsächlich auch nicht ganz so eingängig, sage ich jetzt mal. Da muss man sich schon ein bisschen einlesen, oder? Würde ich sagen. Also es geht dann schon über den Kennerbereich deutlich hinaus. Ja, das ist auch wieder ein Expertenspiel, sage ich mal. Aber jetzt auch kein Expertenspiel, was jetzt irgendwie super komplex ist, würde ich sagen. Also wer mit unseren Spielen zurechtkommt, wird auch mit überrascht. Ja, schönes Schlusswort. Ja. Es sei denn, du hättest noch was anzukündigen. Nein, ich glaube, das war genug für eine Sache. Ja, ich glaube auch. Da waren ziemlich viele interessante Informationen drin, muss ich sagen. Also das hat mich sehr überrascht. Hätte ich jetzt nicht damit gerechnet. Ist ja auch nicht offiziell. Das ist ja quasi jetzt erst seit heute. Und du hast Glück, dass du zum richtigen Zeitpunkt hier bist. Wie letztes Jahr auch schon. Da war ja das Überraschende mit den Zwischenzwei Schlüssen. Ja, dann vielen Dank fürs Gespräch, würde ich sagen. Gerne. Und weil es ja so immer so schön ist, kündige ich jetzt schon mal an, nächstes Jahr machen wir das wieder. Okay, ja, guter Zeitpunkt. Alles klar, dann vielen Dank und macht's gut. Tschüss. Tschüss.